Hey und ganz, ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Akisha und ich freue mich, dass du auch bei diesem Part der 100 Baby Challenge wieder mit am Start bist. Heute, wenn alles gut geht, haben wir bald drei Teenies im Haus. Ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe, dass es alles so klappt, wie es soll. Und eventuell werden wir in diesem Part auch schon den Nachwuchs erwarten können, obwohl ich eher glaube, dass das dann im nächsten Part der Fall sein wird. Auf jeden Fall habe ich persönlich mir jetzt vorgenommen, ein bisschen mehr Action ins Haus zu bringen, weil mir das Ganze ziemlich leer vorkommt. Das heißt, wir werden, so wie dann das Baby da ist oder die Babys, direkt die nächste Schwangerschaft anfangen, weil ich glaube, das wird sonst alles ein bisschen langweilig und wir wollen ein bisschen Chaos haben, oder nicht? Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir einmal direkt ins Gameplay. Und ja, es ist nicht viel passiert seit dem letzten Mal, möchte ich sagen. Es ist nicht allzu viel passiert. Sarah hat Hunger, Sarah darf was essen. Die Kinder sind irgendwie alle noch nicht im Bett. Genau, das lag daran, dass hier oben das Ganze so ein bisschen rumgespackt hat, rumgezickt hat. Jetzt habe ich das Ganze hier einmal so gemacht. Und sie können irgendwie immer noch nicht schlafen, weil sie zu viel Angst haben. Sarah sollte sich hier eigentlich um das Monster im Bett kümmern, aber okay. Wir schicken jetzt erstmal die Jungs einmal ein Nickerchen machen, wenn sie schon nicht schlafen können. Beziehungsweise Damon kann schlafen. Er ist nicht so ein kleiner Angsthase. Jetzt sollte das Ganze hier auch wieder einigermaßen funktionieren. Und Summer darf auch wieder richtig schlafen. Das ist perfekt. Dann können sie sich jetzt endlich mal so ein bisschen ausschlafen, wenigstens. Wenigstens so ein bisschen. Siehst du? Wieso kommst du denn jetzt immer noch nicht daran? Bullish. Kannst du dich jetzt bitte ins Bett legen? Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens das funktioniert jetzt endlich mal. So, Sarah, du darfst dann aber auch gleich ins Bett gehen, wenn du dann aufgefuttert hast, beziehungsweise das werden wir mal eben schnell noch in den Kühlschrank räumen. Und ich habe auch eine kleine Idee für Sarah gehabt, aber darum werden wir uns kümmern, wenn sie ausgeschlafen ist. Dann werden wir uns darum kümmern, denn ich hatte die Idee, dass wir eventuell mit ihr in die Floristik, ja, Branche nicht, weil richtig arbeiten ist ja verboten, aber ich fände es halt cool, wenn wir irgendwie mit ihr ein bisschen Blumen anpflanzen, also gar nicht mehr so Obst und Gemüse, sondern uns wirklich auf Blumen spezialisieren und dann den Blumenbindetisch benutzen und so, dass wir dann uns immer selbst hier frische Blümchen hinstellen können oder wo auch immer wir frische Blümchen hinstellen können, was weiß ich, vielleicht in die Küche oder so. Wäre halt irgendwie ziemlich nice und deswegen dachte ich, das könnte eventuell ganz gut zu Sarah passen. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Wo? Achso, nee, du musst das Monster jetzt nicht mehr einsprühen. Das Monster ist nicht mehr da, Sarah. Du darfst direkt schlafen. Alles gut. Kommst ein bisschen spät. Kiddies sind soweit alle am Schlafen. Das passt. Das ist alles in Ordnung. Da jibbelt's keine Probleme. Zum Glück. Und die Energie geht auch relativ zügig hoch hier bei denen. Das gut, bis auf Damon, aber das werden wir schon irgendwie. Das bekommen wir irgendwie hin. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn sie dann ausgeschlafen haben. So, ich würde mal sagen, ausgeschlafen haben sie jetzt nicht, aber sie sollten eventuell mal aufstehen. Beziehungsweise Sarah sollte mal auf die Toilette gehen und danach darf sie auch ruhig wieder weiterschlafen. Das ist gar kein Problem. Da kannst du dich heute richtig ausschlafen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie sieht's hier aus? Summer, möchtest du eventuell bitte aufstehen? Wäre das machbar, dass du aufstehst und einmal hier ganz schnell auf die Toilette gehst? Das wäre wunderbar. Wie sieht's mit dir aus? Du müsstest auch gar nicht mal so dringend auf die Toilette. Du hast eher Hunger, als wie dass du auf die Toilette müsstest. Ist auch gar kein Problem. Dann nimm dir doch ein paar Reste, mein Guter. Beziehungsweise du nimmst dir jetzt eine Portion Pfannkuchen, würde ich sagen. Ein Gericht nehmen. Sama darf sich dann danach ein Gericht nehmen. Und Damon lassen wir mal noch einen Moment schlafen, würde ich sagen. Obwohl er hat auch großen Hunger irgendwie. Und bis er ausgeschlafen ist, das funktioniert so nicht. Ich würde sagen, dann steh du auch mal auf, bitte. Und ich denke, du dürftest jetzt eigentlich auf die Toilette gehen können. Deine Schwester sollte hier eigentlich fertig sein. Und okay. Darfst du dann danach auch sofort die Zähne putzen? Das ist gar kein Problem. Nur das Beste für dich, Damon. Nur das Beste für dich.
So, wie wär's denn mal, wenn du jetzt auf die Toilette gehst, Mademoiselle? Das habe ich dir schon vor einer Stunde gesagt. Hoppi, bevor es ins Bettchen geht, in die Hose geht. Das wollen wir nicht. Seh zu, Sarah. Ich bitte drum, dass ich danach dann aber nochmal gerne ausschlafen. Du bist im dritten Trimester. Halleluja. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's ganz interessant hier. Jetzt ist Endspurt. So, du darfst dir danach dann auch sehr, sehr gern etwas zu frühstücken nehmen. Und zwar nimmst du dir bitte auch Pfannkuchen. Und du darfst dann tatsächlich, weil du ein bisschen Spaß brauchst, auch gern dabei etwas Fernsehen. Sag mal, wieso nimmst du dir nichts zu essen? Sag mal, du sollst dir auch bitte etwas zu essen nehmen. Du sollst dir auch eine Portion Pfannkuchen nehmen. Sarah ist natürlich sehr stolz drauf, dass ihre Kinder schon so selbstständig sind. Gar keine Frage. Sonst könnte sie sich das hier gar nicht erlauben. Und sie ist froh, dass sie irgendwie nochmal vorgekocht hat. Aber ich da wird sie nochmal sehr, sehr froh drüber sein. So, nimmst du dir eine Portion, danach nimmt sich deine Schwester eine Portion. Wenn sie sich dann die Bilder hier zu Ende angesehen hat, wäre ich sehr, ja, sehr zufrieden, wenn sie dann auch endlich mal sich was zu essen nimmt. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Bug noch ist. Ich habe gehört, dass es einen Bug mit Teenies gibt. Ich hoffe, dass der uns natürlich nicht ganz so doll betreffen wird, aber das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Oh, Steffen scheint festgebuggt zu sein. Ja doch, Steffen. Wie wäre es, wenn du dann aber auch noch, du brauchst ein bisschen Spaß und schaffst du das dann auch noch mal vor der Schule, eventuell noch mal auf die Toilette zu gehen? Ich möchte, dass du mit vollen Bedürfnissen in die Schule gehst. Sie müsste eine Stunde in der Schule sein. Das kriegt ihr hin, oder? Das kriegt ihr hin, da glaube ich an euch. Das packt ihr. Das ist gar kein Problem. Ich war auch im Überlegen, ich werde höchstwahrscheinlich demnächst mal wieder die Launen hier anmachen, damit wir ein paar mehr Belohnungspunkte mit Sarah aussammeln können. Ich glaube, das wäre sehr von Vorteil, wenn wir das irgendwie machen könnten. Die sind hier auf jeden Fall sehr zufrieden, die Kiddies heute. Sehr zufrieden. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Langsam aber sicher müsstet ihr dann bald mal in die Schule wandern, beziehungsweise hier, komm, Steffen, guck dir auch noch mal ein bisschen Fernsehen an, ehe ihr los müsst. Und wie wäre es, Damon, wenn du hier auch mal ein bisschen schneller futtern würdest, genauso wie Summer? Das wäre sehr, sehr schön. Und Sarah darf denn auch gleich mal langsam aufstehen hier. Beziehungsweise wir werden ihr mal eben ganz kurz schon mal so ein bisschen was dazu bauen. Und zwar werden wir, können wir das kleine Stück hier echt absenken jetzt? Einzeln? Geht das jetzt? Ah, okay, gut, aber dann sieht das okay. Nee, dann ist das nicht so, wie ich das gern hätte. Dann packen wir hier eine kleine Treppe dran. Was ist denn jetzt im. Hä? Wo kommt die Toilette her? Ist die jetzt von oben? Tatsache. Wieso ist die. Wieso? Und woher kommt das? Kommt das aus der Küche? Nee, aus der Küche kommt es nicht. Aus der Küche kommt es nicht mehr. Jetzt muss ich gerade suchen. Jetzt bin ich gerade sehr verwirrt. Wo der gute Stück hierher kommt. War das hier noch aus diesem Haushalt? Nee, es sieht nicht danach aus. Lass uns einfach mal im Haushaltsinventar drin. Aber besser gesagt, wir verkaufen es. Auch in Ordnung. So, dann würde ich ganz gerne mal ein bisschen mehr Licht hier haben wollen. Und dann fände ich das halt sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir hier eventuell doch nochmal das Basketball-Dingen und sowas wegnehmen, weil ich glaube nicht so wirklich, dass es so das Richtige ist. Wir könnten aber hier halt, wie gesagt, den Kletterturm und die Schaukel auf jeden Fall lassen, dass wir hier so den Bereich für die Kiddies haben. Und hier irgendwie nochmal auch die Schaukel noch mit dazu. Das wäre irgendwie ziemlich cool. Und dann können wir uns hier drüben drum kümmern, dass wir hier sozusagen anpflanzen können. Und da hätte ich ganz gern so ein, zwei, drei
Blumenkübel. Beziehungsweise, wo sind die schönen Dingerchens, die ich meine? Wir brauchen zum einen den Blumenbindetisch. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den stellen wir aber gleich woanders hin. Wo sind die? Hier, da sind sie. Da sind sie. Die hier, beziehungsweise, die gab es ja auch noch aus dem Nachhaltig-Leben-Pack. Da sahen sie noch ein bisschen stylischer aus. Oder bin ich gerade leicht bedeppert? Weiß es gerade nicht so wirklich. Nö, scheinbar nicht so. Ich war der Meinung gewesen, es gab davon noch welche. Auf jeden Fall können wir hier dann so 2, 3 Stück davon hinstellen. Oder auch 4. Beziehungsweise gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie so ein bisschen besser auseinandergestellt bekommen. Hier, dann ist hier noch so ein bisschen Platz dazwischen. Das passt dann, das ist okay. Und dann werden wir uns dann halt noch ein paar Blumen und beziehungsweise Samen gönnen. Die werden wir uns auf jeden Fall holen. Einen Blumenbindetisch würde ich jetzt einfach mal ganz spontan hier so hinstellen, obwohl ich den eigentlich gerne irgendwie drin hinstellen wollen würde. Aber ich wüsste nicht, wohin. Und hier brauchen wir dann noch eine Treppe. Hier brauchen wir noch eine kleine Treppe. Das wäre perfekt. Und dann haben wir es erstmal fürs Erste. Was nehmen wir für eine Treppe? Nehme ich jetzt einfach mal die hier. Das Treppe ist Treppe. Punkt aus Ende. So, dann kann Sarah sich nämlich später ihrem neuen Hobby auf jeden Fall auch gleich widmen. Das wäre sehr, sehr nice. Und zwar darfst du dann direkt einmal an den PC gehen. Und darfst dir ein paar Samen kaufen. Da haben wir sie. Und zwar Blumen für Einsteiger, würde ich sagen. Magische Pflanzen für Einsteiger. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, eine Schutzmaske. Nicht mal mehr in Sims, ne? Das ist egal. Ich würde sagen, wir nehmen 2 Pakete für Einsteiger. Die 70 Simoleons, die haben wir auf jeden Fall drüber. Und dann darf Sarah aufstehen. Die Kiddies sind in die Schule. Gehen sie in die Schule? Könnt ihr jetzt bitte alle in die Schule gehen? Grundschule besuchen. Grundschule besuchen. Und du gehst jetzt bitte auch die Grundschule besuchen. Sehr schön. Summer ist zur Schule. Summer kann ruhig heute ein bisschen Freundschaften schließen. Damon muss sich heute auf den Hosenboden setzen. Es ist Damon, der sich richtig schön auf den Hosenboden heute setzen muss, denn, sehr schön, Sarah, dass du aufräumst, das gefällt mir. Das ist sehr, sehr lieb von dir. So, Damon, du setzt dich jetzt aber definitiv auf den Hosenboden. So, du fühlst dich unwohl, weil alles wehtut. Uiuiui. Oh Mensch, so, du darfst auch mal Freundschaften schließen, Steffen. Sarah, du kannst hier mal bitte aufräumen. Und dann nimmst du dir auch erstmal ein paar Reste, würde ich sagen. Das darfst du gern machen. Bevor ich dann gleich zum Pflanzen gehe. Ich bin gespannt. Du kannst die Samenpakete ja schon mal öffnen. Nebenbei, wenn das möglich wäre. Und der Mülleimer gibt uns 10 Simoleons. Aber auch nur, weil da Reste drauf sind. Sie tatsächlich... Ah! Die hat hier hingehört. Ist an. Okay. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Hat uns halt ein paar Simoleons gebracht. Können wir ja immer nochmal nachkaufen. Das ist ja nicht so das Problem. Ich bin mal gespannt. Also ganz ehrlich, sie sieht so kurz vom Platzen aus, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Wirklich nicht mehr. Also, ich will nicht wissen, wie viele Babys da drin sind. Nein, das möchte ich nicht. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bin mal gespannt, ob das Gemälde diesmal weggehen wird. Weil eigentlich, finde ich, ist es ein recht schönes Gemälde. Vom Prinzip her. So, ich muss gerade mal meine Nase putzen hier. So, Sarah, ist mal bitte ein bisschen schneller hier. Ich finde es aber schön, dass sie es schön findet, dass es schön dekoriert ist. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben. Oh, Bestenliste!
Wow, dass Sommer jetzt auf der Liste der besten Schüler ist, könnte sie ebenso gut ein Schild mit "Tritt mich auf den Rücken" kleben haben. Oh Moment, da ist ja tatsächlich so ein Schild. Soll sie es dem Lehrer sagen oder versuchen, den Verantwortlichen auf eigene Faust zu finden? Sowas ist immer sehr gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Ich würde dem Lehrer Bescheid geben. Es ist nicht immer die beste Idee, den Lehrer einzubeziehen. Naja, aber Damon hat sich in der Kunst des Papierflugzeugbastelns geübt und kann es kaum abwarten, sein eigenes Ultraschallmodell auszuprobieren. Er ist bereits mit seinem Arbeitsblatt fertig und die Vertretung sieht nicht hin. Vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Damon, du musst Einser-Schüler werden. Ansonsten, ich würde dir den Spaß echt gönnen, aber warte auf die Pause, bitte. So. Oh, da huscht Sarah aber an uns vorbei. Habt ihr das gesehen? Es ist Wahnsinn, wie groß dieser Bauch ist, Leute. Was zur Hölle? Okay, wir haben hier auf jeden Fall Stechpalmen drinnen. Haben wir nur Stechpalmen hier drin? Nee, und Glockenblumen, okay. Stechpalmen und Glockenblumen hier drin. Das heißt, wir könnten hier eventuell mal gar nicht kurz ernten gehen. Beziehungsweise, Sarah, du kannst eigentlich schon mal. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Sieht es sehr gut aus für uns? Es könnte durchaus passen. Das heißt, wie wäre ich, wenn du eventuell schon mal einen Geburtstagskuchen gleich backen würdest? Was hältst du davon? Ein Geburtstagskuchen für die Drillinge. Ich wäre dir da sehr. Der bunten, ein zuckerfreier Kabob-Kokoskuchen. Das klingt lecker. Das kannst du machen, aber vorher gehst du auf Toilette. Das ist gar kein Problem. Das kannst du ruhig. Ich weiß, du musst jetzt öfter auf. Dann geh doch erstmal auf die Toilette. Menschenskinder. Ich glaube, das wird heute noch ein paar Mal in die Hose gehen, höchstwahrscheinlich. So, da hinten, oh Gott, am Pöppisch der Welt liegen die guten Dinger hier. Wir werden gleich mal in den hier die Glockenblümchen verteilen. So, und April. Ich war in der letzten Zeit gestresst. Ich habe beschlossen, einen Tag für psychische Gesundheit zu veranstalten. Würdest du gerne mitkommen? Oh Mann, das ist eigentlich eine total schöne Idee, aber warum jetzt? Warum jetzt, April? Warum nicht morgen? Morgen würde ich das super, super gern machen, aber jetzt müssen wir den Geburtstag für die Kinder vorbereiten. Das wäre sonst. Obwohl, wir könnten sie eigentlich auch am Freitag altern lassen, oder? Ich glaube, auf den einen Tag kommt es dann auch nicht mehr an. Ich glaube, auf den einen Tag kommt es auch nicht mehr an. Komm! Wir gehen! Und ich melde mich, sobald wir angekommen sind. So, da sind wir angekommen. Da sind wir angekommen und wir feiern den Tag der psychischen Gesundheit. Ich bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Abgesehen von einem leeren Grundstück würde ich schon fast sagen, geh mal bitte hier drüben die Toilette benutzen, Sarah. Ich glaube, das hast du sehr, sehr nötig gerade. Sehr, sehr nötig. Ah, das ist höchstwahrscheinlich das Grundstück von euch beiden, ne? Von April und Silas. Würde erklären, wieso Silas hier auch ist. Und Silas, geht's dir gut? Okay, ihm geht's scheinbar sehr gut. Dies freut mich. So, er spielt ein bisschen im Regen. Wo ist eigentlich April hin? Oder bin ich blind? Wo ist sie hin? Wir besitzen nicht mal einen Regenschirm. Das ist schon traurig. Es ist schon traurig. Wir könnten hier mit Wasserballons füllen. Das können wir mal machen. Also ein bisschen Spaß haben hier. Ich finde es schade, dass wir hier keine Aufgaben haben, die wir erfüllen können. Das finde ich irgendwie noch sehr schön. Wenn man dann, wenn dann dastehen würde, man soll halt so irgendwie sich ein bisschen ja, amüsieren, ein bisschen Spaß haben und sowas. Ein bisschen den Stress vergessen. Das wäre schön, wenn es dastehen würde. So, das Pilzgewächs können wir leider nicht ernten. Das wäre jetzt auch keine Blume, weil ich möchte nur noch Blumen anpflanzen. Glaube ich. Hast du jetzt hier die Ballons schon? Sehr schön. Wasserballonschlacht mit Silas, Mann. Ich glaube, dann sollte das Ganze mit Silas sein und nicht mit April. Dann war das, glaube ich, ein kleiner Anzeigefehler, oder? Kann es sein? Ich glaube schon, oder? So, 50 Simoleons.
Sehr schön, dann lasst uns mal eine Wasserschlacht machen. Yashona, Yashona Bin mal gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird. Als mir aber nicht an einem Ballon. Da hast du jetzt aber nicht getroffen, Silas. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Wo zielt ihr denn hin, Leute? Summer hat Christy in der Schule getroffen. Sehr schön. Damon, wie sieht es denn mittlerweile bei dir aus? Sehr schön. Sehr schön. Dann weißt du was, dann kannst du die restliche Zeit jetzt mal ein bisschen Freundschaften schließen hier. Kannst du dich wieder so ein bisschen entspannen. So, aber wir könnten uns auch mit Silas unterhalten und die Sponsoren von Sarah bewerben. Du kannst Witze über die alte Zeit machen. Das ist schön. Krame ein paar Kindergeschichten raus. Dann kannst du bitten, Babybauch zu fühlen. Und ich würde ganz gern mit ihm rumalbern. Ich möchte mit ihm rumalbern. Einen Bananenwitz machen. Und die Warteschlange ist voll. Ich glaube, das mit der Ballonschlacht können wir dann jetzt auch so weit lassen. Unterhaltet euch ein bisschen. Dieser Bauch, Leute. Dieser Bauch. Ja! Moment, Moment, Moment. Perfekter Screenshot-Moment. Das war ein perfekter Screenshot-Moment. Verdammt. Und ich habe ihn verpasst. Und ein Stinkerchen ist auch schon wieder hier am Stissel. Sehr schön. Sehr, sehr schön hier. Und wieso macht ihr jetzt nichts mehr? Okay. Weisheit teilen mit Silas. Interessant. Interessant. Ich habe mir, wie gesagt, das ganze Persönlichkeitsdingensbummeln da noch gar nicht so wirklich angeguckt. Wenn ich ganz ehrlich, die ganzen neuen Persönlichkeits-Systeme habe ich mir noch nicht so wirklich angeguckt. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen gespannt, was da jetzt noch so passieren wird. Dann kannst du ein Geheimnis ausplaudern. So. Er arbeitet immer noch als Barista. Möchtest du dir nicht etwas Anständiges suchen, mein Kind? Lebensstile. Stile spiegeln die Verhaltensweisen und Gewohnheiten eines Sims und über eine längere Zeit. Okay. Bin ich immer gespannt, was Sarah da so alles bekommen wird. Hier haben wir den guten Ruf und die Aktionspläne und die Merkmale. Ich bin gespannt, was sie bekommen wird. Da bin ich echt gespannt. Von Herzen kommendes Kompliment machen, das könnt ihr auch machen. Munter ihn ein bisschen auf. Munter ihn ein bisschen auf und seht zu, dass es ihm ein bisschen besser geht. Würde ich sagen. So, um Geld bitten, du bittest dein Kind nicht um Geld. Wenn, dann gibst du deinem Kind höchstens Geld. Witz über Sunset Valley machen, das können wir auch machen. Können wir, wenn, ich glaube, unter freundlich können wir ihm ein bisschen Geld geben, ne? Geschenk geben, Simoleons. Wir geben ihm 100 Simoleons. Einfach, damit es ihm ein bisschen besser geht. Nein! Die Leistung ist wieder runtergesunken auf eine 2. Weil wir gefaulenzt haben. Verdammt. Ja gut, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Dann ist es doch gar nicht so schlimm. Sarah bekommt eine Nachricht von. Hast du nicht auch Mark? Ja, du warst ein Mark. Hey Schönheit, wollen wir uns heute verabreden? Ich kann warten, bis du fertig bist. Nee, ich bin gerade beschäftigt. Es ist gerade Familienzeit. Da freut er sich doch drüber. Das ist schön. Das ist schön. Sie hat ein Gefühl erhalten. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch jetzt näher als je zuvor. Oh, es ist so schön. Das ist schön.
Das ist sehr, sehr schön. Sim-Profil öffnen. Nice. Gefühle von Sarah gegenüber Silas. Zusammengewachsen durch gute Zeit. Verbundenheit. Oh, das ist schön. So muss das aber auch sein. So muss das sein. Das ist ja mega schön. Oh mein Gott. Das gefällt mir richtig gut. Bana. Das freut Ivar. mich Oh, richtig. Kimpuni. So, dann drücken wir nochmal die Bewunderung aus. Yalik? Was? Wir ein Hund? Oh, Nein. Nein, nein, Ishaluga. nein, Silas. Wir werden uns keinen Hund anschaffen. Erdbeerstrauch an den Schade. Radha. Wir haben hier nicht wirklich Blümchen, die wir irgendwie abernten könnten. Aber Silas, ich glaube, wir müssten uns dann. Was? Sarah, bist du hier? Sorry, dass ich vorbeischaue, ohne dich vorgewarnt zu haben, aber ich habe dich wirklich vermisst. Möchtest du etwas Zeit mit mir verbringen? Nein, Clemens. Nein, möchten wir nicht. Silas, ich glaube, es wird aber langsam mal Zeit, dass wir nach Hause gehen. So langsam, aber sicher, denn die Kiddies sind zu Hause. Warum tust du so komische Dinge? Wieso? Können wir auf Wiedersehen sagen? Bitten sich dem Haushalt anzuschließen. Ich würde ihn so gern wieder in der Familie haben, aber es geht nicht. Er ist wirklich einer meiner liebsten Lieblinge hier in der Familie. Streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Okay, nee, aber Silas haut ab. Alles klar, dann gehen wir auch mal eben fix nach Hause. Und gucken mal, dass, ja, wir uns dann so ein bisschen um die Kiddies kümmern können. Dass dann auch Silas, sage ich schon, jetzt bin ich ja wieder total verwirrt, dass auch Damon morgen dann endlich Einser-Schüler wird und auch bleibt, denn er war vorhin Einser-Schüler. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir dann wird der nächste Part halt doch ein bisschen aufregender, ne? Baby? Altern? Mal gucken, ich finde das neue System auf jeden Fall mega, mega gut. Ja, ich finde das so schön, wenn Sarah und Silas sich jetzt so gut verstehen. Ich möchte das Ganze auch nochmal mit April ein bisschen ausbauen. Und wie gesagt, die liebe Summer Holiday, die war mir ja auch sehr sympathisch, wo ich dachte, dass Sarah eventuell ja sich mit ihr gut anfreunden könnte. Deswegen mal gucken, was sich da so ergeben wird. Ich würde den Part jetzt erstmal an dieser Stelle beenden und bedanke mich ganz, ganz doll, dass du bis hierhin zugeschaut hast und würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat, du meinen Kanal abonnierst, wenn du das Ganze noch nicht gemacht hast und gerne meine anderen Social-Media-Kanäle hier auschecken kannst, tust, wirst, machen könntest. Und ansonsten sehen wir uns, denke ich und hoffe ich, ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder oder vielleicht auch in einem Livestream. Bis dahin sage ich erstmal, ciao!